Wilmomo Logistics GmbH. Die im Unternehmen eingesetzten Loadrunner benötigen Energie, um den Transport der Waren durchführen zu können. Hierfür sind Akkus integriert, die die Energie bereitstellen. Akkus stellen also Energie bereit, um eine Leistung zu erbringen, wenn sie benötigt wird. Um etwas Verständnis zur Funktionsweise zu erlernen, ist ein Modellversuch in Form eines Ballonautos doch eine fabelhafte Idee. Das Ballonauto selbst besteht aus zwei Teilen. Dies dient dazu, um den Antriebsballon einsetzen zu können. Zusätzlich bedarf es für den Versuch eine schiefe Ebene und eine Luftpumpe. Mittels dieser Versuchsreihe erlernen unsere Projektteams das Grundverständnis über die Freisetzung von gespeicherter Energie. Detaillierte Informationen zum Versuchsaufbau gibt es im Handbuch. Wilmomo Logistics GmbH.